Hayato-san, I will carry the barrel. I trust you. Don't worry. I have your back. Ja, wir sind zusammen eine gute Einheit, ein gutes Team. Ich muss mal überlegen, wie wir das machen, weil der steht hier ziemlich lange. Ist der Schwertwind groß genug für... Ja, aber das Problem ist, der ist da in Sichtbar. Ah, ich weiß, was ich tue. Pass auf. So, so. So. Dann machen wir das so. Ach nee, jetzt habe ich das Problem, der kommt hier nicht rum, wenn ich den anderen nicht in Reichweite stelle. Obwohl, warte mal. Warte mal. Wir stellen ihn mal hier hin. Und zwar machen wir das so. Und der muss ein Stück näher ran. Und los geht's. Lass sie durch. Wahrscheinlich sakrisch knapp, aber es hat funktioniert. Der muss weg und der muss weg. Und du schnappst dir hier mal sowohl deinen Shuriken als auch den Gegner. Du wirfst mal die zwei wieder ganz unauffällig. Was für ein, ja, was für eine Stärke der Mann Intus hat. Die ganzen Leute locker flockig aus dem Handgelenk, alles klar. Hier herein und dann müssen wir mal schauen. Ach ja, stimmt, das gab es auch noch. Wir haben hier verschiedene Charaktere, egal ob Soldaten oder Zivilisten, mit verschiedenen Namen. Und das waren, kann ich sie an der Stelle einfach mal raushauen. Ich denke schon, da ist ja nichts weiter dabei. Das, nicht nur das waren, das sind die Entwickler und ein Erfolg, ich kriege leider den Namen nicht mehr hin, ist quasi, oder beinhaltet, dass man das gesamte Entwicklerteam, was sich hier selbst im Spiel verewigt hat, auch hier eine coole Idee übrigens, ja, heimlich still und leise in die Ecke zu bringen. Ist auch mal eine kreative Art, sich selber in das eigene Spiel einzubringen. Aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt im zweiten Moment gar nicht, warum ich darüber lache. Ich finde die Idee eigentlich wirklich ziemlich witzig und ziemlich gut. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Jetzt habe ich hier aber genug Lobeshymnen gesungen. Wir wollen hier natürlich weitermachen. 6 Kugeln haben wir noch. Wir haben erst eine verbraucht und schon einen Großteil der Gegner aus dem Weg geräumt. Das heißt, wir ziehen hier mal ganz unauffällig hin und... Moment, kriegt das irgendeiner mit? Die haben hier Kampfeslam. Hier sieht das keiner. Das heißt, theoretisch... Sondern mit denen auch weg. Damit haben wir das alles. Und den verstecken wir. Das muss ich bloß schauen. Das sind natürlich noch Leute, die uns verraten könnten. Aber die ist eigentlich beschäftigt. Das heißt, Moment, hier mal schnell in den Missionslog reinschauen. Genau, diese ganzen Sachen, die wir jetzt schon angerissen haben. Die Fässer und der Scharfschütze, genau. Und hier den Sprengstoff finden. Das ist das aktuelle Teilziel, was wir gerade erfüllt haben. Weil es das erfüllte Teilziel vom Gesamtziel oder vom aktuellen Ziel, wie auch immer. Und hier genau das Sprengstofffass platzieren. Das heißt, mein starker Samurai kommt mal zu mir. Der kann, glaube ich, sogar mit den Dingern rennen. Ne? Ja, das ist der Wahnsinn. Okay, pass mal auf. Der kann aber nicht so weit schauen. Das heißt, wir können hier einfach mal ganz unauffällig... Was haben wir da zur Verfügung? Schwere Gegenstände. Mugen ist der einzige Charakter, der schwere Gegenstände tragen kann. Ja gut, soweit waren wir ja schon. Benutze die linke Maustaste, um einen schweren Gegenstand aufzunehmen und Maus rechts, um ihn wieder abzulegen. Du kannst schwere Gegenstände auch werfen. Drücke A zum Zielen und Maus links zum Werfen. Sprich, wie mit den Gegnern bisher. Tipp. Wenn Mugen einen Gegenstand über seine Reichweite hinaus wirft, kannst du ihn nicht zurückholen. Sei also vorsichtig. Das macht Sinn. Aber soweit wollen wir erstmal nicht gehen. Wir wollen erstmal das Ding nehmen und erstmal ein Sprengstofffass, was bestimmt eine sehr gute Idee ist, hier hochwerfen. Es ist nicht explodiert. Das heißt, wir haben schon mal grundsätzlich kein Chaos angestellt. Ich hoffe bloß, dass es nicht irgendwie noch eine Kugel hier oder so trifft. Eine Kanonenkugel. Ich meine, so mal 12 oder 14 Pfund Stahl abzufangen, stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich unschön vor. Genau, schießt noch mehr von uns, wenn wir gerade vorbeilaufen. Ihr seht doch, dass wir zu euch gehören. Hört doch mal auf, um zu schießen. Schießt auf die Gegner. Wir können hier nochmal drehen. Genau, die haben sich auch schon alle dort unten verbarrikadiert. Aber man sieht schon, da fließt viel Blut und die werden das alle nicht lange mehr durchmachen. Durchhalten, wie auch immer. Aber dafür kommen wir jetzt wir hier und eilen quasi zur Rettung, hauen das Ding da rein. Das werden wir tun. Ich möchte bloß zur Sicherheit unseren Samurai in Deckung bringen. Wunderbar. Mit der Nummer 5 hätte ich gern meinen Schützen. Und auf Wiedersehen, ihr armen Soldaten. Ein wunderschöner Schuss.
This is a glorious day. The Shogun will be victorious and the war will finally end. We have accomplished much. Agreed. Just don't expect me to split my pay with you. Ah, but I do expect you to pay for sake when this is over. Stay safe, Hayato-san. I must rejoin the battle. For the Shogun! Samurai. Always eager to get killed. Ah, history has been written today. The dawn of a new era. I didn't think I'd live to see it. New orders from Lord Yabu. We are to attack the North Towers. Aim the cannons! Wait, don't we have a man up there? How dare you question an order? The cannons, now! Yes, of course. Fire! Fools! What are they doing? Ah! Da haben die echt noch den alten Mann runtergeschossen. Wahnsinn. Jedes Mal, beim ersten Mal, wo ich das gesehen habe, habe ich schon gedacht, war vielleicht nicht ganz so schlau, aber ja, direkter Treffer. Mal weiß er direkt unter ihn durch. Er hat's. Ja, keine Ahnung, warum jetzt da ausgerechnet von unserem eigenen General der Befehl kam, den einfach mal über den Haufen zu schießen. Wir sind das erste Mal, bevor ich hier wieder mich in Kleinigkeiten verhake, im, ja, Missionsabschlussbildschirm. Man kann hier quasi nochmal sehen, welcher Schwierigkeitsgrad, wie lang waren wir unterwegs, was haben wir wie oft gedrückt, welche Taste, haben wir mal Alarme ausgelöst? Nein, zum ersten Mal habe ich das nicht getan. Getötete Gegner, ziemlich viele erlittene Wunden und so weiter und so fort. Alles klar, und hier kann man das Ganze natürlich dann nochmal, gut, hier, man sieht schon, da muss ich ja nicht viel dazu sagen, die ganzen Abzeichen, aber hier kann man das Ganze nochmal nach Charaktere aufdröseln, sprich, welcher Charakter hat welche Spielzeit, logischerweise unser Ninja am meisten, den haben wir ja am ehesten oder als erstes, wie auch immer, zur Verfügung gehabt. Und dann unser Samurai und dann unser Schütze. 3 Kugeln hat er gebraucht und 3-mal waren es direkte Treffer. Alles klar, so viel dazu, das haben wir alles. Ich würde sagen, schmeißt mich jetzt im Hauptmenü raus. Wir schauen einfach mal, wo wir jetzt rauskommen. Ja gut, hier in dem Charakterbildschirm waren wir gerade. Wir schauen jetzt doch mal, wo wir rauskommen. Okay, alles klar. Das heißt, er wirft uns wieder hier im Missionsauswahlbildschirm raus. Das heißt, wir springen doch, würde ich sagen, einfach nochmal in die Mission Nummer 2. Da sind wir hier. Und wenn wir da drauf klicken, man sieht schon unsere verfügbaren Charaktere in dieser Mission. Ein bisschen ein Kurzbriefing. Bin ich denn eigentlich doof? Warte mal, ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich das beim ersten Mal schon vorgelesen, aber wir hauen das nochmal schnell hin. Wie konnte ich das denn vergessen? Ein theatralisches Reißband später, während der letzten Tage der Belagerung Osakas, entsendet der Shogun einen einsamen Shinobi in das Herz der feindlichen Festung. Das habe ich natürlich am Anfang schon vorgelesen, ich wollte es jetzt nur nochmal wiederholen. Dann hier, auf diese Route, Nummer 2. Hayato muss einen illegalen Waffentransport auf der... Jetzt habe ich mich versucht, um den Namen zu drücken, warte mal, um die... Moment, Brille richten. Nochmal, alle guten Dinge sind 3. Hayato muss einen illegalen Waffentransport auf der Nakasendo-Route abfangen. Ich glaube, das hat gepasst. Allerdings schleicht noch jemand anderes im Wald herum. Wieder Schwierigkeitsgrad normal. Ja, viel mehr kann ich hier gar nicht sagen. Wir springen rein in die Mission Nummer 2. Oh, Zwischensequenz. Möchtest du die Zwischensequenz nochmal sehen? Ja, natürlich. Wir sind nur hier in einem Let's Play. Gut, das kann das Spiel nicht wissen, aber natürlich möchte ich das. After the fall of Osaka Castle, Japan was united under the rule of the new Shogun. In the following years, the Shogun's new laws stabilized the nation. Culture and the economy flourish as the land and its people recover from years of conflict. But now this fragile peace is threatened. Rumor spreads of a conspiracy to overthrow the Shogun. No one knows the identity of the leader, but a name is whispered in the streets. Kage-sama. Your last attack showed spirit, but you both neglected your defense.
A samurai must have patience, for its lack will cost him dearly. I understand, Mugen-sensei. Even together we are no match for you. Does our sensei enjoy beating us? I enjoy your progress, Masara-sama. You and Ryunosuke-sama are your father's children. Their talent lies within you. And yet, you defeated us both with a single strike. Patience. I know the day will come when the two of you will force me to my knees. I look forward to that day. Apologies, my lords. The Shogun has requested Mugen-sama's presence. I will come at once. Forgive me, my lords. Of course. Please give my regards to my father. Brother, if you give me command of the Shogunate troops, I will hunt down Kaga-sama wherever a person speaks his name. I will, if the need arises for such drastic measures. For now, you will bow to the wisdom of your Shogun. Let us speak again tomorrow. Of course, brother. I will await your messenger. Mugen-san? Lord Noboru? You wish to see me, my Shogun? Mugen, I received a message from our spies telling me of an illegal transport. There are wagons loaded with firearms bound for Kyoto. Is it Kage-sama? Has he exposed himself? It appears so. I want you to seize this transport. Find out where it came from, and you will no doubt find our enemy. I live to serve you, my Shogun. This matter requires delicate hands. You will act with my authority. If you need assistance, choose with care. I already have someone in mind. Excellent. Go then, Mugen. Bring me Kage-sama. I will not disappoint you, my Shogun. You are not an easy man to find, Hayato-san. It's part of the job. Still, I got your message. Need my help again? I have been given a difficult task. One I wouldn't mind sharing with people I trust. Your letter. It mentioned Kage-sama. Thought that was just a rumor. Oh, he is real, I assure you. So real that the Shogun sees him as a threat to the peace. It will be him that we will hunt. Yeah, as long as I get paid, I'm fine chasing ghosts. What's the mission? At dawn tomorrow, an illegal transport will travel along the Nakasendo route. It will pass through the area detailed in this letter. I want you to halt this convoy and eliminate the officers of the guard. At your signal, I will move in with Shogunate men. Simple enough. All right. See you on the road. One more thing, Hayato-san. Hey. Good to see you again. Likewise. All right. That must be the transport. Wonder why it stopped. Looks like the bridge gave in. That's fine with me. The ones with the flags are the officers. Think I'll kill at least four, just to be safe. I'll signal Mugen when I'm done. That statue looks like a good spot. They are looking for something. Or someone. Better keep my head down.
Ja, ich hoffe doch einfach mal, die suchen nicht schon nach uns. Sie sind ja gerade erst auf die Karte, ja, wie soll ich sagen, auf der Karte erschienen. Und was noch dazu kommt, das wollte ich eigentlich vorhin schon anreißen. Wir haben zwischen der zweiten Mission jetzt und der ersten Mission einen dezenten Zeitsprung hinter uns. Ich wusste natürlich, dass das funktioniert. War natürlich alles geplant, haben wir schon mal zwei Leute ausgeschaltet. Nein, ein dezenter Zeitsprung. Und wir sind jetzt natürlich, wir waren in der ersten Mission an einer Schlacht, an einer Belagerungsschlacht beteiligt. Jetzt sind wir hier irgendwo im Nirgendwo quasi und versuchen eine Dings aufzuhalten, eine Waffeneskorte. Die Schauplätze, so wie kann ich an der Stelle schon mal sagen, die dann noch alle auf uns zukommen. Das ist der Wahnsinn, wie abwechslungsreich das ist. Und gerade wie das Ganze auch grafisch aufgebaut ist, gestaltet ist und so weiter. Also ich kann da eigentlich, wie so oft, kein professionelles Urteil dazu geben, außer, ach du meine Fresse, schaut das einfach nur geil aus. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger, doch viel mehr auch noch, aber dann, ja, bringt uns das im ersten Moment oder im nächsten Moment erstmal nicht wirklich weiter. In dem Sinne, es kommen noch unglaublich viele gut gestaltete Schauplätze, so viel weiß ich noch. Und beim Rest muss ich dann schon wieder überlegen, was alles noch für Schauplätze kommen. Aber ich weiß, die kommen, sind auf jeden Fall durchweg alle gut. So, genug rumschwadroniert, weiter geht's mit der Schleicherei. Huh? Hmm, a trap. Interesting. Don't move. What are you? A lonely wolf? A child, huh? You're the one they're looking for. No, they're not. I'm silent, like a cat. What are you doing here? I saw things on those wagons. They didn't look happy there, so I thought I'd take them with me. Better run along now. Bad things happen to children out here. Go play somewhere else. You saw my little trap, right? I could help you. If you send me away, I'll just try on my own again. I don't have time for this. Fine. You can come along. But you do exactly what I tell you. Got it? Hi, Sensei. Don't call me that. Is the wagon still stuck? Und somit, ich dachte, jetzt kommt noch irgendein Gespräch, und somit haben wir unsere nächste Figur freigeschalten. Need help with that? I'm fine. Thank you. Ich meine, man hat es jetzt schon gerade gesehen, sie ist natürlich von der körperlichen Konstitution her nicht unbedingt dafür geeignet, quasi hier groß die Gegner durch die Gegend zu tragen. Das heißt, die kann die nur schleifen, was wiederum Geräusche macht und sie da leider sehr, sehr langsam dabei ist. Jetzt schauen wir mal, kriegt das hier irgendwie hin? Warte mal. Kommt ihr ein bisschen näher ran? Ich möchte hier nochmal die Falle austesten. Mit der Taste D könnt ihr pfeifen und mit Taste S haben wir gerade diese Nagelfalle gelegt. Ich glaube, der ist zu weit weg, ne? In welche Richtung geht der Kollege jetzt? Okay, gut, der geht wieder in diese Richtung. Das heißt, wir springen hier mal runter und gehen mit ihr mal in Angriffsposition. You're cool with that knife. Thank you, Sensei. I told you. Don't call me that. No noise. Sehr schön. Auch hier an der Stelle wieder, man sieht schon, das kleine Messer, mit dem sie gerade versucht hat, uns wirklich in den Rücken zu stechen oder zumindest das angedroht hat, ist natürlich auch hier eine sehr, sehr große Hilfe. Du gehst mal hier in Deckung und den hole ich mir auf jeden Fall noch. Wir können mal wieder speichern. Warte mal, wie machen wir das am schlausten? Hier kann mich doch keiner sehen, das heißt, genau, das habe ich vor. Jetzt hast du mich gehört, ich verstecke mich hier im Gebüsch. Und dann kommt der hier rum und denkt sich, ho, wer da gepfiffen? Oh, das werden sehr schöne Missionen wieder durch und durch. Ich liebe diese Falle. Ich glaube, das ist mit einer meiner persönlichen Lieblingswaffen in dem ganzen Spiel. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Irgendwas wollte ich jetzt noch erzählen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Landschaften, Missionen, Abwechslungen, Charaktere. Nee, ich glaube, alles Wichtige habe ich durch. Jetzt muss ich hier mal schnell... Ach du Schande.
Kann das sein, so theoretisch, dass ich bereits schon eine knappe Stunde aufnehme? Ich wollte eigentlich bloß das typische, ich nehme 20 Minuten auf und schaue dann, wie die Aufnahmefolge Aufnahme wird machen. Toll, das habe ich mich selber rausgebracht. Ich wollte eigentlich bloß 20 Minuten lang aufnehmen. Jetzt bin ich hier. Moment. Sind wir echt schon bei einer ganzen Stunde? Okay, das trifft. Also es trifft mich nicht, aber es überrascht mich. Das heißt, ich speichere jetzt einfach mal. Ich hau jetzt mal abrupt eine kleine Pause rein. Wir speichern. Ich springe mal hier in das Menü, sonst mache ich noch irgendwas kaputt. Ich mache hier erstmal eine kleine Pause. Echt schon eine ganze Stunde. Verdammt, ich wollte bloß 20 Minuten. Na, ist egal. Wenn ich es noch 20 Mal sage, ändert das auch nichts dran. Ich gehe jetzt erstmal kurz in den Aufnahmestopp, schau, ob die ersten drei Folgen was geworden sind, obwohl es eigentlich nur eine hätte werden sollen. Und dann sehen wir uns wieder bei dem neuen Let's Play auf diesem Kanal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.